Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ein Satz von Rosa Luxemburg, der immer gerne zitiert wird, wenn es Linken darum geht, ihre eigenen Freiheiten durchzusetzen. Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung gibt es in Deutschland nicht. Und darum geht es auch im Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderbetreuung, das kurz und etwas infantil Gute-Kita-Gesetz genannt wird. Freiheit für Andersdenkende wird den Frauen in Deutschland im Jahr 2018 gerade im Bereich der Kindererziehung verwehrt. Linke, SPD, Grüne und leider mittlerweile auch die CDU bestimmen darüber, wie Frauen ihr Leben zu gestalten haben. Nicht umsonst hat Alice Schwarzer einmal sinngemäß gesagt, Frauenquoten wurden von Politikerinnen gemacht, nicht von Frauenrechtlerinnen. Frauen, die sich heute dafür entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, gelten als konservativ und nicht emanzipiert. Sie entsprechen nicht dem Weltbild von Pseudofeministinnen und Quotenfrauen und leider auch von großen Teilen dieses Parlaments. Wir als AfD begrüßen die Bemühungen von Frau Giffey, die Qualität in den Kitas zu verbessern. Die AfD begrüßt auch die Beitragsbefreiung für Familien mit geringem Einkommen, die im Gesetz festgeschrieben wird. Die AfD begrüßt, dass Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag Anrecht auf einen freien Kita-Platz bekommen. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen wollen, ein Wahlrecht haben, dass sie ihre Kinder zu Hause erziehen können oder, wenn sie es möchten, sie in eine Kita geben. Wer darüber entscheidet, wo Kinder am besten betreut werden, das regelt unser Grundgesetz. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Dieses im Grundgesetz festgeschriebene Recht wird den Eltern in Deutschland genommen. Erziehungsarbeit wird weder geachtet noch honoriert. Und das muss hier festgestellt werden. Und da besteht dringender Handlungsbedarf. Realitätsferne Politiker sprechen im Umfeld solcher Dinge immer gern von Karriere, von Selbstverwirklichung, von Gleichberechtigung. Wenn Mütter sich aus wirtschaftlicher Not für Lohnarbeit entscheiden müssen und gegen die Betreuung der eigenen Kinder. In der Realität ist dieser Karrierebegriff davon geprägt, dass man den dritten Job annehmen muss. In der Realität bedeutet diese Gleichberechtigung, dass man das gleiche Recht hat, in prekären Arbeitsverhältnissen zu leben und zu arbeiten wie Männer. In der Realität erkennt man diesen Selbstverwirklichungsbegriff als das, was er ist, als eine linke Propagandaphrase und Wunschvorstellung. Und wenn Sie mal irgendwann mit armen Menschen, mit Menschen, die von Armut bedroht sind und mit Alleinerziehenden reden würden, dann würden die Ihnen genau das bestätigen, meine Damen und Herren. Die AfD setzt sich für das Recht von Frauen, Männern und Eltern ein, wählen zu dürfen, wer ihre Kinder betreut. Die AfD setzt sich damit für die Freiheit von Frauen, Männern und Eltern ein und damit ganz klar gegen eine Diskriminierung. Die AfD setzt sich für gute Betreuung von Kindern im Allgemeinen ein und nicht nur für gute Kitas. Bis 2025 fehlen 300.000 Erzieher, meine Damen und Herren. Alleine um den Betreuungsschlüssel in den Ländern auszugleichen, fehlen über 100.000 Erzieher in Vollzeit, die pro Jahr 4,9 Milliarden Euro kosten würden. Die derzeit bereitgestellten 5,5 Milliarden für die nächsten 4 Jahre dürften also nach aller Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen. Sie machen aus unseren Kitas eben keine guten Kitas, genauso wenig wie das Familienentlastungsgesetz die Familien wirklich entlastet hat. Und leider ist es so, genauso wenig wie ein Sandkuchen eben aus Sand besteht, meine Damen und Herren. Das Grundgesetz räumt Eltern das Recht ein, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen.
Dieser Staat hat die Eltern dieses Rechts beraubt. Die AfD kämpft für die Wahlfreiheit von Eltern. Die AfD kämpft für die gute Betreuung von Kindern. Und das ist ein lohnender Kampf, den wir hier führen, denn er ist ein Ringen um unser aller Zukunft. Und daran, hoffe ich, werden wir uns alle beteiligen. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Nadine Schön.